Guten Abend und herzlich willkommen beim 12. Nestroy zum ersten Mal in ORF 3 und zum ersten Mal aus dem Wiener Raimundtheater. Sie merken, hier wurde schon ziemlich. Ich begrüße jetzt zwei der Nominierten in der Kategorie Bester Schauspieler, Beste Schauspielerin, nämlich Ruth Brauer. Schönen guten Abend, Ruth. Und Marcello De Nardo. Herzlich willkommen. Marcello De Nardo für den sicherlich ungewöhnlichsten Bertolt Brecht des vergangenen Jahres. Herr Buntila und sein Knecht Matti. Ihr habt diesen Bund. Den Redl. Und den Redl in Reichenau. Genau. Wollte ich zur zweite Frage machen. Also, entschuldige. Ihr habt den Brecht komplett entbrechtet. Das war kein Lehrstück mehr, das war kein Zeigefingerstück mehr. Ja. Du hast auch keinen bösen kapitalistischen Gutsbesitzer gespielt, sondern eigentlich einen traurigen Clown, Charlie Chaplin. Ich denke mir, diese Vorstellung, diese Interpretation war hohes Risiko. Das hätte auch total schief gehen können. Ja, hätte. Also es gab Durchläufe, da war nur ein ganz hauchdünnes Seidenpapier dazwischen. Aber wir haben es hingekriegt. Braucht es das Risiko, um aus einer guten eine außergewöhnliche Vorstellung zu machen? Ja, definitiv. Und die Möglichkeiten vom Risiko, die zeigen sich nicht immer. Also das hat man nicht immer. Man muss es dann ausprobieren. Marcello, du hast einmal über den Buntila gesagt in einem Interview, das ist natürlich kein sympathischer Kerl, aber ich mag den irgendwie. Ich mag diesen verrückten Kerl. Ja. Muss man seine Rollen mögen, um sie so gut zu machen? Irgendwo auch. Ich habe mit dem Schotti damals, 96, ja, angefangen an Weidingers nachzuarbeiten. Ein schrecklicher Mensch, aber auch irgendwo habe ich den auch gemocht. Und ich glaube, man kommt nicht so drum herum, die seine Figuren nicht zu mögen und sie trotzdem darzustellen. Also ich kann das nicht. Auch in Reichenau eben als Oberst Redl eine total ungewöhnliche Besetzung. Marcello De Nardo als Oberst Redl. Auch das war sehr, sehr mutig. Bleibt noch eine Sekunde, schaut mit uns zu. Wir zeigen jetzt drei Schritte auf dem Weg zum perfekten Nestroy-Preisträger.